Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen bei Fellner live und bei uns zu Gast Österreichs bekanntester Politikexperte und Berater Thomas Hofer. Grüß Gott, Herr Hofer. Herr Hofer, starten wir mit den zwei Krisenparteien, würde ich sagen, SPÖ und FPÖ. Mhm. Das ist ja, muss man sagen, fast irgendwie wöchentlich oder täglich grüßt das Murmeltier. Die zwei kommen aus der Krise nicht raus. Wir haben die aktuelle Sonntagsfrage für Sie und die ist insofern dramatisch, weil die SPÖ dort erstmals unter 20% rutscht und zwar auf 18% mittlerweile nur noch ist. Die ÖVP kommt auf 38%, die SPÖ eben, wie gesagt, nur noch auf 18%, die Grünen mit 16% schon fast gleich auf mit der SPÖ, die FPÖ nur noch bei 14% und die Neos bei 10%. Was heißt denn das auch psychologisch für eine SPÖ, wenn die nur noch bei 18%, nur noch 2% vor den Grünen liegt? Naja, das ist natürlich die Höchststrafe, weil man diese Situation, die es in Deutschland ja schon gibt, wo die Grünen vorbeigezogen sind an der SPD, schon vor einiger Zeit ja immer vermeiden wollte, logischerweise. Und jetzt deutet sich das schon ziemlich klar an. Und wenn man so weitermacht, und es gibt aktuell nicht wirklich einen großen Hoffnungsschimmer am Horizont, außer dass man sich doch noch irgendwie händeringend darauf verständigt hat, dass man diese 27 oder 23 bald gekündigten dann irgendwie unterbringen will in Landesorganisationen oder sonst wo. Aber das ist ja wohl wirklich das Mindeste, dass man dieses Krisenmanagement so betreibt, dass das wirklich jetzt zur Spirale nach unten wird und dass keiner und keine da ist, der oder die das wirklich aufhalten kann. Und das ist schon dramatisch für eine wirklich über weite Strecken der Zweiten Republik staatstragende Partei. Darf er nicht vergessen, woher da die SPÖ kommt. Die hat ja wirklich dominiert bis noch vor wenigen Jahren. Und insofern sind diese 18% eine Talsohle, die da jetzt erreicht wurde, erstmals mit unter 20%, aber möglicherweise noch nicht das Ende vom Lied. Jetzt sind ja letzten Donnerstag ganz massive Gerüchte kursiert am Wiener Politparkett, dass Pamela Rendi-Wagner kurz vor der Ablöse steht. Sie ist dann am Freitag aufgetreten und hat gesagt, nein, sie bleibt. Was tut sich denn da Ihrer Meinung nach hinter den Kulissen? Wie ernst war denn das wirklich rund um Rendi-Wagner? War die wirklich kurz vor vorm Aufgeben? Ich glaube, sie ist es nach wie vor. Jetzt hat sie persönlich durchaus ihr Kämpferherz entdeckt und das sei unbenommen. Das ist ja auch grundsätzlich was Positives. Aber es gibt, also ich muss es umgekehrt formulieren, ich kenne eigentlich kaum jemanden in der SPÖ, der noch glaubt oder die noch glaubt, dass Pamela Rendi-Wagner die nächste Kanzlerkandidatin sein wird der SPÖ. Sondern die Frage ist, wann man jetzt einen Wechsel macht. Und natürlich, und das ist das Entscheidende, zu wem. Mhm. Und da bin ich schon auch bei einigen parteiinternen Kritikern, die sagen, man muss sich zuerst einmal natürlich die Frage stellen, für welche Positionen soll man eintreten, wie legt man strategisch an und dann dafür auch die richtige Person finden. Und das, was im Hintergrund sich tut, ist natürlich eine Art, unter Anführungszeichen, Gleichgewicht des Schreckens, nicht? Wo Wien und Burgenland das durchaus deutlich anders sehen als einige Landesorganisationen, wie zum Beispiel Niederösterreich und Oberösterreich, das war jedenfalls vergangene Woche auch so. Die einen drücken ganz massiv in Richtung Ablöse. Die anderen sind jetzt natürlich, was jetzt das Umfeld von Frau Rendi-Wagner angeht, deutlich einflussreicher. Also da wirkt einfach diese unglaubliche emotionale Aufladung noch aus der Ära Faymann, als eben Faymann da aus dem Amt gepfiffen wurde und geboot wurde, damals am 1. Mai 2016, dann Christian Kern installiert wurde, das auch nicht funktioniert hat. Also da gibt es natürlich diese Rachegelüste innerhalb der Partei, die wirklich, völlig egal, welche Partei das ist und welche Bewegung, die immer Gift sind. Denn wenn die Bevölkerung den Eindruck hat, und da ist die Rechnung dahinter uns eingeblendet, wenn die Bevölkerung den Eindruck hat, dass sich eine Partei mit sich selbst beschäftigt und sich nicht mit den Problemen der Bevölkerung beschäftigt, na, dann gibt es den Denkzettel. Und es ist eigentlich mehr als ein Denkzettel. Das haben schon andere Parteien erfahren müssen, aber jetzt halt gerade die SPÖ. Und wenn man nicht aufpasst, und das ist schon eine wichtige Geschichte, dann verliert man eben wirklich eine Basis, was die Wählerschaft angeht, die SPÖ eigentlich immer ausgezeichnet hat. Und insofern ist es fahrlässig, wie sich unterschiedlichste Akteure in der Partei verhalten. Was glauben Sie denn, wann wird denn diese Ablöse über die Bühne gehen? Wird das noch vor der Burgenlandwahl sein? Es gibt nächsten Montag wieder einen Parteivorstand, da geht es um diese vorhin Ihnen kurz angesprochenen Kündigungen. Wird es erst nach der Burgenlandwahl sein? Da also, kommt ja dann auch gleich wieder Wien, muss man sagen, im Herbst. Also es ist ein bisschen ein enges Zeitfenster. Also aktuell glaube ich nicht mehr, dass es vor Burgenland sein wird, außer man einigt sich wirklich noch auf den Wunderwutzi oder die Wunderwutzi, wie auch immer.
Das scheint noch ein wenig offen zu sein, denn es haben sich ja viele wieder weggeduckt, nicht? Die eigentlich dafür in Frage kommen. Eine Doris Burres leistet hinhaltenden Widerstand, was die Übernahme der Partei angeht, aus welchen Gründen auch immer. Peter Kaiser hat sich auch wieder aus dem Spiel genommen, wiewohl ich diese Variante, dass er das quasi aus Kärnten mitführt, nie für wirklich gangbar gehalten habe. Dazu ist die Krise viel zu tief, viel zu aufwendig, auch zeitlich, dass man sie managt, als dass er das sozusagen quasi als Nebenherjob machen könnte. Die Frage ist wirklich, auf wen man sich da einigen kann. Und insofern könnte das durchaus verlängert werden. Und Sie haben den wesentlichen Punkt angesprochen. In Burgenland sehe ich persönlich ja die Gefahr nicht so dramatisch groß, dass der die SPÖ quasi ungespitzt in den Boden fährt. Denn da gibt es mit Hans-Peter Doskozil einen, der zwar gesundheitlich angeschlagen ist, aber sehr, sehr gut positioniert ist, der auch eine relativ homogene rote Wählerschaft vorfindet im Burgenland und der noch dazu ein nicht so ganz tolles Ergebnis aus dem Jahr 2015 zu verteidigen hat. Also da will ich nicht einmal ausschließen, dass er was drauflegt noch. Trotz dieser allgemeinen Krise der Sozialdemokratie in Wien schaut es allerdings ganz anders aus. Da ist es für Michael Ludwig deutlich schwieriger, weil er da wirklich unterschiedlich denkende Anspruchsgruppen vor sich hat in Wien. Da gibt es eben deutlich die so wie Doskozil eigentlich beim Thema Migration einen härteren Kurs wollen. Dann gibt es aber eben auch schon nicht so wenige intellektuelle Kreise, wie auch immer, Innenstadtbezirksvertreter, die das eben ganz anders sehen. Das ist sehr schwierig und es ist aus meiner Sicht nie entwickelt worden in den letzten Jahren seitens der Wiener SPÖ eine echte Vorwärtserzählung. Man hat sich immer darauf verlassen, dass man nicht Strache heißt und halt nicht die FPÖ ist und eben einen Abwehrkampf führen konnte. Das war schon unter Michael Häupl so. Das ist keine Kritik allein an Michael Ludwig, sondern es war bei Michael Häupl schon so, dass man gesagt hat, okay, das Duell mit Strache, am Ende wird man vorne sein. Sondern jetzt ist erstmals, und das ist wirklich erstmals so, dass es möglicherweise eine Alternative gibt, die FPÖ nicht inkludiert. Ja. Denn die FPÖ so beieinander ist, und die Wien-Zahlen haben wir jetzt nicht eingeblendet gehabt, aber trotzdem, es war schon am 29. September so, dass die FPÖ in Wien das deutlich schlechteste Ergebnis eingefahren hat aller Landesorganisationen. Und es könnte durchaus in die Richtung gehen, dass sich theoretisch jedenfalls eine Koalition aus ÖVP, Grünen und Neos ausginge. Und dagegen ist aus Sicht der SPÖ zwar schon Wahl zu kämpfen, das werden sie auch machen, aber deutlich schwerer zu emotionalisieren, wie das eben jahrelang bei der FPÖ sehr gut funktioniert hat. Und noch einmal ganz kurz zurückkommen zur Bundes-SPÖ, weil Sie über die Nachfolger gesprochen haben. Sie haben ja schon gesagt, die Doris Burres, die will anscheinend wirklich nicht. Der Peter Kaiser dürfte auch nicht wollen, beziehungsweise viele sagen es ist schwierig. Aber wer kommt denn da überhaupt in Frage statt der Pamela Rendi-Wagner? Ja, das ist eine schwierige Geschichte, nicht? Gerhard Zeiler war mehrfach im Gespräch, ist jetzt, möglicherweise ist das jetzt vorbei, weil er hat sich auch teilweise, muss man sagen, auch nicht ganz geschickt verhalten, wenn das Ziel gewesen sein sollte. Natürlich, ein Hans-Peter Doskozil wird präferiert, was jetzt die allgemeine Wählerschaft angeht. Also wenn man fragt, wer wäre denn am ehesten geeignet, dann fällt am ehesten der Name Doskozil. Ob er so leicht durchzubringen wäre bei den Funktionären aktuell, gibt es natürlich eben auch einige, die das sehr kritisch sehen, was er macht, ist die Frage. Und die zweite Frage ist erstens, wie geht es ihm? Zweitens, wird er überhaupt aus dem Burgenland weggehen? Nicht? Er wird jetzt mutmaßlich gerade wieder gewählt dann Ende Jänner. Das ist dann auch gar nicht so einfach, die Geschichte. Und es werden natürlich ein paar neue Gesichter auch ins Spiel gebracht. Ich glaube nicht so recht an den Max Lercher, um ehrlich zu sein, aber gut, genannt soll er sein. Frau Theiber, was die Gewerkschaft angeht. Also gibt es ein paar neue Geschichten, nur es ist nicht so, wenn man das jetzt vergleicht mit der ÖVP, die ja jahrelang in einem ähnlichen Zustand war wie die SPÖ heute, nicht? Wo die Halbwertszeit der jeweiligen Obleute wirklich fast jährlich abgenommen hat. Aber damals war klar, schon beginnend mit Spindelegger und dann erst recht bei Mitterlehner, dass da irgendwann einmal der Herr Kurz kommen wird und das übernehmen wird. Da war es logisch. Ja? Also wenn wir darüber geredet haben, und das haben wir öfter, noch unter Reinhold Mitterlehner, wer der logische nächste ÖVP-Chef ist, na, dann mussten wir nicht lange nachdenken. Und das ist jetzt anders in der SPÖ. Kommen wir noch zur zweiten Krisenpartei, zur FPÖ. Da zieht sich dieses Parteiausschlussverfahren oder dieses Schiedsgerichtsverfahren jetzt schon seit über einer Woche mittlerweile. Also Anfang letzter Woche wurde es eingeleitet. Warum dauert das eigentlich so lange? Und ist das strategisch nicht erwartet?
Wahnsinn, dass man das so lange vor sich hertreibt und damit das Thema die ganze Zeit irgendwie in den Medien hat? Erstens, ja, es ist ein Wahnsinn, strategisch, das ist so, denn jeder Tag, der untätig quasi vergeht, verlängert das Leiden, ja, bis man einmal zu der Entscheidung, die eh schon alle auflegen, nicht? Also stellen Sie sich vor, die Wiener FPÖ kommt jetzt zum Schluss, alles super, alles Paletti, na dann sind desavouiert von Norbert Hofer bis Herbert Kickl bis Manfred Heimbuchner, so ziemlich alle Spitzenvertreter der FPÖ. Mhm. Dann könnte das tatsächlich irgendwie eintreten. Ich glaube jetzt nicht dran, weil ich glaube, es wird eine klare Entscheidung für den Ausschluss geben. Aber was der Herr Waldhäusl aus Niederösterreich gesagt hat, ne, der schon gemeint hat, man sollte dann die ganze Wiener FPÖ-Partie loswerden. Bemerkenswert, ja, was die Geschichte der FPÖ angeht, dass man überhaupt dran denkt. Aber natürlich geht es in diese Richtung. Warum zögert man jetzt trotzdem? Ich glaube, die Wiener FPÖ ist einfach sowas von ins Mark getroffen seit Ibiza, dass es dort kein wirkliches Zentrum gibt im Sinne von einem oder einer kleinen Gruppe, die da jetzt wirklich die Entscheidungen vorantreiben. Man fürchtet sich vor der Schlagkraft, die zwar deutlich eingeschränkt ist, die bei weitem nicht mehr dort ist, wo sie einmal war, von Heinz-Christian Strache und Konsorten. Wie viele Abgeordnete aus seinem Lager, hört man immer, es ist auch rund ein Drittel der aktuellen Abgeordneten in Wien, das wären 34, also das heißt ein Drittel davon 10 bis 12, die da mitgehen könnten. Und er soll auch eben ein, zwei Finanziers an der Hand haben, wo er sagt, er kann was aufstellen. Und das ist durchaus möglich, nicht? Ich glaube schon, dass es im niedrigen Prozentbereich da Chancen gibt. Der mit Abstand größte Teil der Bevölkerung will den Herrn Strache wohl nicht zurück. Aber von den FPÖ-Fans, und das tut der FPÖ dann eben besonders weh, nicht? Ohne ein schon niedriges Niveau in Wien vergleichsweise. Das letzte Mal 2015 waren wir bei fast 31%. Jetzt zuletzt gerade einmal bei rund 13 bei der Nationalratswahl. Also da hat man schon deutlich abgebissen und das könnte weitergehen, eben wenn Herr Strache sich entschließt, das zu machen. Und ich glaube, dass das der erste Grund ist oder der Hauptgrund ist im Hintergrund, warum da in der Wiener FPÖ so zögerlich agiert wird. Schauen wir uns vielleicht ganz kurz die Sonntagsfrage auch mit HC Strache an, bundesweit allerdings muss man sagen, nicht Wien. Wenn HC Strache bundesweit mit einer Strache-Partei antreten würde, käme er immerhin auf 4%, also würde den Einzug haarscharf schaffen. Ist das der Hintergrund, warum die FPÖ derzeit auch so zögert, Ihrer Meinung nach? Ja. Dass der HC Strache, weil in Wien sagen ja einige sogar, würde er noch höher liegen als diese 4%, zu 10% wird ihm da sogar zugetraut. Es ist in Wahrheit eine offene Frage, denn aktuell ist es noch nicht so, dass er das verkündet hat. Es gibt Gerüchte, dass er das dann Anfang des nächsten Jahres machen würde und jedenfalls es ihn juckt und in die Richtung gehen will. Ich kenne ihn jetzt doch seit 15, eigentlich 20 Jahren und kann mir das auch gut vorstellen, dass er sozusagen das unter Anführungszeichen nicht auf sich sitzen lassen wird, weil er natürlich auch die Öffentlichkeit braucht. Das müssen wir auch mit einrechnen. Und in Wien könnte es natürlich insofern dramatischer sein, weil da hinter uns, da ist jetzt ein Norbert Hofer eingeblendet und wenn es der nicht wäre für die nächste Spitzenkandidatur, dann wäre es der Herbert Kickl oder von mir aus der Heimbuchner oder was auch immer. Jetzt gibt es in Wien. Ist der Dominik Nepp. So, und jetzt will ich dem Herrn Nepp nicht zu nahe treten, aber also, da gibt es ein paar Freiheitliche, die besser positioniert sind, nicht? Von wegen Klarheit und mit denen die Leute auch was verbinden. Und insofern ist die Wiener FPÖ doppelt anfällig und doppelt verwundbar, was eben eine solche Kandidatur angeht. Und wissen Sie, wenn Sie sich die Freiheitliche Wählerschaft genauer anschauen, dann sind da eben schon einige dabei, ja, die wirklich unverbrüchlich sind und sagen, so, wir wollen jetzt einmal vor allem Kontrasystem, kontra einer potenziell türkis-grünen Koalition, zu dem werden wir noch kommen, einfach agitieren. Nicht? Und da ist die Frage, wie sehr der Herr Nepp mit dem Herrn Strache wahlkampftechnisch und auf einer Bühne, stellen Sie sich vor, ja, dann große Kandidatenkonfrontation, mithalten könnte. Also da ist dann auch im Wahlkampf, glaube ich, schon was drinnen. Auch wenn es so ist, dass, ich sage es noch einmal, ja, das Image des Herrn Strache ist nirgendwo mehr und es decken sich auch Eigen- und Fremdwahrnehmung, was ihn angeht, nicht mehr. Aber ich glaube, dass er eben so stark schon noch sein könnte, dass er der FPÖ in Wien jedenfalls ordentlich wehtut.
Kommen wir abschließend noch zu Türkis-Grün. Da ist heute wieder diese Steuerungsgruppe zusammengetreten. Jetzt gibt es so Gerüchte, die sagen, ja, wenn das schnell geht die Woche, dann könnte man vielleicht schon am 6., also sprich am Freitag oder am Samstag dann, zumindest diesen Themenbereich einmal abgeschlossen haben, und dann könnten die Grünen in 2 Wochen in den Bundeskongress gehen, und vor Weihnachten hätte man mal etwas, was man präsentieren kann. Angelobung wäre wohl erst vor Weihnachten. Sie sehen das ja, glaube ich, ein bisschen skeptischer. Sie glauben, dass das sehr knapp wird vor Weihnachten, oder? Also, ich sagen wir mal so, die Frage ist, was will man gemeinsam in ein Regierungsprogramm schreiben? Also, da kann man sich natürlich drüber turnen über einige heikle Themen. Das, was ich aus den Untergruppen bislang gehört habe, aber klarerweise hat man das dann nach oben eskaliert, eben in die Steuerungsgruppe, ist es schon so, dass es einige Bereiche gibt, wo man sich eigentlich fast überhaupt nicht näher gekommen ist. Und die Frage ist jetzt, das können wir es natürlich durchdiskutieren strategisch, aus Sicht der ÖVP würde einiges für dieses Szenario sprechen. Warum? Weil man sagt, okay, es steht im Wesentlichen, wir haben uns grundsätzlich auf was geeinigt. Nur das mit der grundsätzlichen Einigung ist eine gefährliche Geschichte in der Politik. Und da werden, schätze ich mal, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, die Grünen hergehen und sagen, naja, Moment einmal, also wenn wir jetzt nicht genau festgezurrt haben, wie das jetzt ist in Richtung CO2-Besteuerung, Bepreisung, wie auch immer man das dann nennt, wie konkret schaut das Modell aus, kann man aus meiner Sicht eigentlich kaum den Sanktus geben. Und da gibt es schon auch eine heikle Phase bei den Grünen intern, wo sich NGOs etc. einbringen werden und sagen, na, was liegt da jetzt wirklich vor? Also jetzt herzugehen und so mal sozusagen prophylaktisch zu sagen, ja, super, wir finden uns, ja, und die Details, die besprechen wir nachher, das ist, wenn das auf 5 Jahre wirklich angelegt sein soll oder gar noch für noch länger, eine heikle Geschichte. Aber es gibt sicherlich von beiden Seiten die grundsätzliche Idee, teilweise auch mangels an Alternativen, dass man das schon hinbekommt. Aber einfach ist das nicht. Noch einmal, das Inhaltliche, das darf man nicht unterschätzen, denn jetzt gibt es natürlich den Druck, auch aufgrund der Krisen von SPÖ und FPÖ, die wir gerade besprochen haben, dass jeder sagt, na, was sonst eigentlich? Nicht? Aber wenn man dann unterwegs ist, ja, und beide Parteien, also ÖVP und Grüne, ihre Anspruchsgruppen haben, die Mühen der Ebene, die kommen schneller, als man denkt. Kann das noch scheitern auf den letzten Metern? Oder gibt es einfach keine Alternativen, weil eben SPÖ und FPÖ so am Sand sind? Parteitechnisch sehe ich derzeit keine Alternative. Also dass jetzt Sebastian Kurz sagt, ja, ich habe jetzt entdeckt, die Sozialdemokratie wird schon wieder werden, ja, und meine Veränderungserzählung war eh nicht so wichtig, kann ich mir schwer vorstellen. Bei der FPÖ ist es sehr ähnlich, jetzt nicht vom Inhaltlichen her genannt oder gemeint, sondern also da werden wir sich relativ rasch handelseins, aber jedenfalls was die Stabilität angeht. Nicht? Ich glaube nicht, dass ich ein Sebastian Kurz, ich formuliere es jetzt drastisch, quasi in politische Geiselhaft des Herrn Kickl begeben will. Und das wäre es de facto. Also würde der Herr Kurz den Herrn Hofer, also Norbert Hofer, klonen können 17 Mal und 13 Mal in die Regierung setzen und 2 Mal in den Club als Clubchef und Vize und noch in die Partei als Generalsekretär, dann würde er das machen. Nicht? Kann aber nicht. Und insofern halte ich das für kaum denkbar mehr. Gibt natürlich eine Alternative schon noch, allerdings müssen wir jetzt aufpassen, dass wir uns nicht selber überholen bei der Analyse. Aber ich denke jetzt einmal weiter und sage, okay, nach ganz langen Verhandlungen und es ginge halt trotzdem irgendwie nicht, weil halt beide nicht diese Kompromisse schließen wollen, die sie schließen müssten, um das zu ermöglichen, dann wäre natürlich schon sowas möglich, theoretisch zumindest, keine große Prozentzahl, aber trotzdem, wie eine gestützte Minderheitsregierung oder auch Neuwahlen. Es werden ein paar zusammengezuckt sein und sagen, na bitte nicht schon wieder, ich gehöre auch dazu, ich brauche das auch nicht, aber gut. Es ist in der Politik, soll man nie was ausschließen, und deswegen sage ich, ganz auszuschließen wäre es nicht, denn wenn ich jetzt der Sebastian Kurz wäre, ja, oder wenn wir da jetzt das durchdenken aus Sicht der ÖVP, naja, verlockend ist das aktuell schon, nicht? Also die SPÖ im politischen nirgendwo, die FPÖ überhaupt. Also das wäre schon noch einmal eine dramatische Schwächephase des freundlichen politischen Wettbewerbs. Nicht? Abschließend noch zu den Ministerien, da ist auch ein bisschen was durchgedrungen. Am Wochenende, da könnte es sein, dass vielleicht sogar alle 3 Sicherheitsressorts bei der ÖVP landen, hört man. Halten Sie das für realistisch oder glauben Sie, drucken das die Grünen bei ihrer Basis nicht durch? Ich glaube, das ist realistisch. Ich wäre eigentlich fast davon ausgegangen. Warum? Weil jetzt das Thema Sicherheit
gerade keine grüne Fahnenfrage ist, insofern als sie ihre Wähler aus anderen Gründen bekommen. Wirklich zentral für die Grünen ist, wie ist dieses Klimaressort, Klimaministerium ausgestattet, mit welchen Kompetenzen kann man die Energie halten, durchaus nicht unheikel, was jetzt die Bundesländer angeht, kann man aus der Infrastruktur einiges rüberziehen, auch nicht unheikel. Da gibt es einige Großprojekte, die da so anstehen, die dritte Piste, Lobautunnel etc. Ja, also es hängt teilweise auch an den Gerichten, schon klar, aber trotzdem ist das schon eine entscheidende Geschichte. Also das, glaube ich, ist zentral und deswegen ist wohl auch die Forderung, ich drehe es mal um, dass die Grünen jetzt sagen, wir brauchen jetzt unbedingt den Verteidigungsminister, wahrscheinlich nicht ganz so groß. Jetzt sagen ja viele, die Grünen bekommen die Orchideenressorts und die ÖVP behält sich eigentlich alle Machtzentren. Sehen Sie das auch so? Nein, also Orchideenressorts würde ich es nicht nennen. Also das Thema Infrastruktur, Energie, Klima insgesamt, also Umwelt, das würde ich nicht als Orchideenfach abtun. Da ist auch viel Geld drinnen, wenn Sie so wollen. Nicht? Das ist auch schon eine steuerungspolitische Geschichte. Und natürlich wird es auch an den Inhalten hängen. Gibt es jetzt eine CO2-Steuer? Ja oder nein? Oder wie gestaltet man das Steuersystem um? Also das ist keine triviale Frage. Und auch das Thema Soziales zum Beispiel, ja, wäre schon also alles andere als ein Orchideenfach. Da haben wir schon einige Minister, inklusive der letzten, also aus der Kies-Blau-Zeiten, Frau Hattinger-Klein, auch scheitern gesehen. Also das sind schon keine einfachen Geschichten. Und wenn man dann zusätzlich das Außenressort, das ich für absolut möglich bis sogar wahrscheinlich halte, dass das die Grünen kriegen, dann ist das nichts, wo man sagen muss, ihr habt euch jetzt mit, ich weiß nicht, will jetzt keinem Politikbereich nahe treten, deswegen gebe ich jetzt kein Beispiel, aber ihr habt sich da jetzt mit Peanuts abspeisen lassen. Aber das Entscheidende wird natürlich schon sein, nicht nur welche Ressource, sondern schon ganz zuerst und im Zentrum, welche Dinge stehen in dem Pakt drinnen und wo findet sich eine grüne Handschrift. Herr Hofer, vielen Dank für die spannende Analyse. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind gleich Robert Miesig und Andreas Mölz da, zwei Vertreter, muss man sagen, der beiden Krisenparteien. Mit denen sprechen wir natürlich über SPÖ und FPÖ und wie Sie denn die Situation in Ihren jeweiligen Parteien so einschätzen. Ganz kurze Pause, wir sind gleich zurück.